Leute, hier ist wieder eure Skyderissa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir immer noch Nebenquests gemacht, weil wir von einer in die nächste gestolpert sind und beim Piratenversteck 3 Versuche gebraucht haben. Jedenfalls, jetzt sollen wir für eine Frau in Papuzia eine große Liebe finden und ich habe dann mal den Chef von White Forest mitgenommen. Jetzt so im Nachhinein, warum habe ich unter anderem auch den Chef mitgenommen? Einmal war es ein Versehen und zweitens, irgendwie sagt mir mein Bauch, ich soll den Chef mitnehmen, weil der eine in diesem gelben Kostüm, der sucht nur Gesellschaft. Der andere hat irgendwie so eine komische Clownsfrisur, die nicht so schön ist. Also oben Glatze und Bart und der auch noch kurz. Und wenn man auch noch den Ex-Freund von ihr betrachtet, den wir ja gerettet haben, der hatte volles Haar und ein Vollbart. Und das der Einzige, wo das... Also, und ich muss auch sagen, der in dem gelben Gewand, der sieht auch sehr dem Ex ähnlich, in gewisser Hinsicht. Und der hat auch keine so große Nase wie der Chef. Nur mal so zum Vergleich. Ich finde eigentlich, der sieht dem Ex-Freund von ihr ziemlich ähnlich, von der Statur her auch. Und was man auch beachten musste, der Ex-Freund von ihr hatte einen Zopf. Genau wie der Chef von White Forest. Und deswegen fahren wir jetzt nach Papuzia und stellen ihr den Chef vor. Mehr als ein Nein können wir nicht bekommen. Ich denke, meine Rubine abgezogen bekommen werden wir dafür nicht. Sondern wir werden lediglich nochmal hinfahren müssen, was zeitaufwendig ist. Und deswegen auf zur Meeresküste. Und hoffen, dass keine gepanzerten Züge in der Nähe sind. Da ich aber keine auf der Karte sehe, sollte das nicht der Fall sein. Wir fahren dann einfach mal los, lassen uns nicht treffen, schießen wieder die Felsen kaputt. Es sollte nichts passieren, es sei denn, dass Idiotenschwadronen kommt, was ist natürlich tot. Blöde Idiotenschwadronen. Wo sind die denn schon wieder? Da sind sie. Voll Idioten. Ach, jetzt haben sie auch noch eine Piratenflagge. Oh, scheiße. Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht. Das Idiotenschwadron hat nur 5 Treffer gebraucht und deswegen mussten wir so fahren. Das ist ärgerlich. Na egal, das kriegen wir wieder hin. Nach Papuzia ist es ja nicht so weit. Und yay, mit jedem Rubin, den wir bekommen, werde ich glücklicher. Denn je mehr Rubine bedeutet, mehr Möglichkeiten, zum Beispiel den Köcher zu bekommen oder die, den Herzcontainer. Wobei der Herzcontainer in dem Fall sogar noch höhere Priorität hat als der Köcher. Auch wenn wir aufgrund des Lichtbogens wohl mehr benötigen werden, also mehr Pfeile. Deswegen wäre der Köcher eigentlich auch sehr angebracht. Aber wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst, denn Herzen sind wichtiger als ein Köcher. Ich denke, ich kann auch mit 20 Pfeilen ganz gut auskommen. Ja, es waren 20. Oh, warum gucke ich jetzt nach, wenn ich jetzt endlich auf meine Items zugreifen kann? Ich bin doof. Egal. Wir sind gleich da in Papuzia. Und jetzt. So macht die Sache Spaß. Ja, und so macht die Sache auch Spaß, wenn nicht tausende von Dingern in die Nähe kommen und mich ärgern. Deswegen... Ja, ist das auch ganz gut. So, schon mal auf Pause und nochmal ganz kurz beschleunigen und jetzt auf Pause. Und schön am Haltestreifen. So macht die Sache Spaß, das stimmt. In diesem Dorf wohnt die Glückliche, die mich kennenlernen möchte. In diesem Haus dort, ja, ich eile. Du kannst ja später zu uns stoßen, wenn du willst. Na, oh, er ist ganz aufgeregt. Ja, sind wir. Ach, du hast mir ja wirklich einen Kandidaten mitgebracht. Das freut mich, wie er wohl ist. Guten Tag, bist du die Glückliche? Du bist wirklich schön. Schöner als meine letzte Freundin. Dieser Mann ist einfach perfekt. Dieser Bart, diese Nase, oh wunderbar. Das muss das Glück sein, das mir die Alte prophezeit hat. Sie ist wundervoll. Es scheint funktioniert zu haben. Ich bin sehr glücklich und das nur wegen dir. Weibliche Intuition. Einfach nur weibliche Intuition, dass ich das hier gemacht habe. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dabei hieß es mal, Forstkristalle seien nicht zu sehen. Jedenfalls, wir sehen jetzt auf der Waldtafel eine neue Strecke, die teilweise über das Meer führt. Das ist cool.
Ja, neue Strecken sind von nun an verfügbar. Wow. Wie viele Forstkristalle haben wir jetzt eigentlich schon? Mal in die Sammlung schauen, vielleicht sehen wir es da. Nee, sehen wir natürlich nicht. Natürlich sehen wir das nicht. Menü. Achso, hier sehen wir nur die einzelnen Siegel. Vielleicht in der Sammlung. Nee, auch nicht. Wo sehen wir denn, wie viele Forstkristalle wir haben? Das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert, echt mal. Vielleicht sollte ich mir auch einmal mein Schicksal vorhersagen lassen. Lass es lieber, die will nur ein Mikrofon. Oh, schade, ich wollte wieder die Vögel ärgern. Na egal. Was machen wir denn jetzt? Erstmal was kaputt machen, um schön Rubine zu bekommen. Das heißt, wir könnten uns ja noch in Papuzia ein bisschen umsehen, ob nicht noch jemand unsere Hilfe braucht. Wenn nicht, dann werden wir uns weiter der Story widmen. Hat ja auch lang genug gedauert bislang. Ah, hier wohnt nur die Alte. Dann dürfen wir wieder pusten. Ja, sag mal voraus. Nun dann, antworte mir laut und deutlich auf meine Fragen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Pusten. Es nimmt ein Signal auf. Jetzt nimmt es ein Signal auf. Natürlich. Welche Farbe haben deine Augen? Na komm, nimm's an. Warum sagst du nichts? Willst du etwa aufhören? Ja. Scheinbar spinnt mein Mikro wieder. Komm wieder, wenn du Lust hast. Ja. Nö. Hab keine Lust mehr, weil ich eigentlich nach Nebenquests suche, sofern ich nicht noch in der Story weitermachen kann. Ich meine, bislang bin ich doch auch in alles reingestolpert. Warum sollte das jetzt nicht klappen? Stimmt, hier war ja noch die kleine Hässliche. Die behauptet, sie sei die schönste überall. Du, sag mal, findest du mich hübsch, ja oder nein? Nein. Shit, warum reagiert das jetzt nicht? Was ist los? Jetzt sag schon, dass ich hübsch bin. Du kannst mich. Was ist eigentlich hier hinten? Eine Kiste! Mit einem Sternensplitter. Geile Scheiße. Habe ich vergessen. Das Dach sieht aber auch cool aus von der alten Frau. Muss ich echt gestehen. Das sieht ziemlich nice aus. Vom Design her, meine ich. Einfach nur so eine fette Muschel und dann ein Fisch davor. Typisch Papuzia-Style eben. Mal sehen, kann ich eigentlich mit der Peitsche auch Gras kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Muss ich mit dem Bumerang machen, wenn überhaupt. So, ich gehe nochmal zu den beiden. Ach, wir sind so glücklich zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Dorf mal glücklich werde. Ah, ich bin glücklich. Es war doch richtig, der Alten zu vertrauen. Ja, die Alte hat wirklich Talent. Mehr oder weniger. Vielen Dank, mein kleiner Freund. Jetzt kann ich endlich das Leben wieder genießen. Obwohl dich deine Ex verlassen hat. Du bist ja lebensfroh. Okay, ich kann's immer noch nicht. Kann ich jetzt eigentlich mit der Peitsche das kaputt machen? Ja, kann ich immer noch. Ah. Das ist gut. Habe ich eigentlich Tränke? Ja, ich habe Tränke. Gut. Wusste es nicht mehr. So, was willst du noch? Man sagt, du habest einen Dorfbewohner aus den Fängen der Piraten befreit. Für deine Größe wirst du wirklich stark und ich mag starke Männer. Link kriegt eine Freundin. Spaß, er kriegt Van Zelda. Na gut, sonst noch irgendwas Wichtiges? Stimmt, ich könnte noch mal bei der Fischhändlerin gucken. Ob die vielleicht noch mal wieder Eis will oder sowas. Sehen lecker aus, die Fische, die ich gefangen habe. Willst du welche kaufen? Nö. Ah, tut mir leid. Ja, tut mir auch sehr leid. Ja, du alte Oma willst sowieso nichts. Du hast auch nichts für mich. Also, nichts, das ich brauchen kann. So gesprochen, ne? Nicht anders. So. Na gut, was machen wir jetzt, Zelda?
Ich würde sagen, fahren wir zur ersten Prüfung. Ja, warum nicht? Es sei denn, unterwegs passiert noch was. Das hoffe ich aber nicht. Oder Terry kommt uns entgegen, was auch cool wäre. Oder cool ist. So, wir müssen von hier aus zur Feuerhöhe. Los. Dann beeilen wir uns mal. Was mir übrigens noch einfällt, bei den Goronen haben wir ja noch überhaupt nicht nachgeschaut. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Das werden wir bei Zeiten auch nochmal machen. Und hey, da ist Terry. Terry fliegt nicht weg. Terry. Terry. Scheiß Piraten. Da kommt ihr wieder in euren kleinen Schipperkähen. Ey, ich hab die Bombe abgeschossen. Ey, mir kann keiner sagen, dass ich das nicht gemacht hätte. Fick dich. Fick dich, Emulator. Du hast das nicht angenommen. Zweimal nicht. Ey, und jetzt ist unser Schiff. Unser Schiff, ja. Unser Zug. Unser Zug. Schiffe gibt's hier nicht. Schiffe gibt's nur im anderen Zelda. In mehreren, meine ich. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Egal. Dann dürfen wir uns jetzt nochmal einen Zwischenstopp im Sandtempel Sandschrein, nicht im Sandtempel. Da wollen wir hin. Abbruch. Oh Gott, wie ich wieder zeichne heute. Das ist ja langsam nicht mehr auszuhalten. So ein bisschen langsamer fahren. Immer schön üben. Im Mikrobentempo, aber wir müssen es üben, falls wir noch was transportieren müssen. Und los, schneller. Da sind wieder unsere Statuen und da ist Terry. Aber Terry hält eh nicht an. Egal, wie wir fahren, er hält nicht an. Obwohl er uns sogar entgegenkommt. So, wir machen ein paar Felsen kaputt. Oh nein, ihr schon wieder, ihr Sandhaie. Ihr seid dumm, wisst ihr das? Nein, 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 nein! Scheiße. Okay, wir haben kein Herz verloren, das ist gut. Dafür einen Rubin gewonnen. Noch ein Rubin, yay! Rubine, Rubin, ich brauche noch mehr. Her damit, her damit. Aha. Noch einer. Yay. Alter, wie die sogar noch durch Felsen. Ah! Oh Gott, bremsen. Puh. Das war knapp. Das war fucking knapp. So. Gut, dann gehen wir nochmal. Suchen hier nochmal was. Wer weiß, vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwie so ein paar Krüge oder sowas, die wir kaputt machen können. Aber ich glaube eher nicht, weil das hier ja mehr oder weniger das Schienennetz darstellt. Und die hier sind ja eigentlich nur dazu da, um zu prüfen, um einen Ersatz zu liefern hierfür. Weil man hierfür Bomben braucht. Und wenn man die nicht hat, dann kann man die Donnerblumen benutzen. Das ist übrigens sehr nett von den Entwicklern eingeplant worden. Ich meine, Bombentasche nur als optionales Item einzubauen. Aber ganz ehrlich, Bomben sind Zelda-Urgestein. Die braucht man eigentlich. Die braucht man immer. Deswegen teilweise gut, teilweise unlogisch. Egal. Hauptsache, ich hab die Tasche. Hat mich ja immerhin auch eine Stange Geld gekostet. So. Ja, wir sollten jetzt zu den drei Prüfungen, stimmt. Oder nee, wisst ihr was? Ich will das wirklich in einem eigenen Part haben. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen im nächsten Part mit der ersten der drei Prüfungen an. Von daher, bis dann, Leute. Bye, bye.